Auf zu neuen Ufern. Am Donnerstagnachmittag lud das Kristallpalast Varieté zur Besichtigung und Taufe zweier neuer Fahrzeuge für den Stürmtaler See ein. Die neue Vineta-Fähre soll die Besucher am See zur schwimmenden Kirche Vineta bringen. Seit einem knappen Jahr betreiben wir die Vineta für Veranstaltungen aller Art. Man kann sie besichtigen, man kann dort Hochzeiten durchführen, Geburtstagsfeiern. Und um zur Vineta zu kommen, müssen wir natürlich übers Wasser fahren. Und deswegen brauchen wir verschiedene Wasserfahrzeuge, um den Gast eine möglichst spannende Überfahrt zu bieten. Da haben wir zum einen zwei Amphibienfahrzeuge und zwei klassische Boote, eins für 12 Personen. Und gerade neu bekommen für bis zu 35 Personen eine Fähre, mit der wir dann jeden zweiten Sonntag oder auf Anfrage, auf Wunsch, gern auch als Sonderfahrt mit uns zur Vineta fahren kann. Ein großes Highlight ist sicherlich die deutschlandweit einmalige Amphibientour auf einem original restaurierten Amphibienfahrzeug aus dem Jahr 1942. In dem neuen Amphibienfahrzeug Argo kann man sogar selber fahren. Neu ein Amphibienfahrzeug zum Selberfahren. Das heißt, man ruft bei uns an, bucht eine Tour oder nimmt einen Termin, den wir einmal im Monat am Wochenende anbieten und kann dann mit bis zu 3 Personen Amphibienfahrzeug in Begleitung eines Fahrlehrers von uns hier am Stürmtaler See selber fahren. Seit Juni 2011 betreibt das Kristallpalast Varieté die Vineta im Leipziger Neuseenland auf dem Stürmtaler See. Sie symbolisiert die verlorene Magdeburger Kirche und erinnert an die Zeit des Espenhainer Braunkohletagebaus.